Jan Kosobuski gegen Hussein Mohammed, das wird einer der Hauptkämpfe sein in Oberhausen. Ja, also ich denke schon, dass Jan Kosobuski, der aus Kasachstan stammt, gute Chancen hat, diesen Kampf für sich siegreich zu gestalten, auch vorzeitig zu gewinnen. Der vertritt einer klassischen Boxschule und hat auch einiges drauf. Ja, also ich denke schon, dass er ein Mann ist mit Perspektive. Ich habe jetzt mir den Ranking angeschaut von The Ring, also die unabhängige Rangliste im Schwergewicht. Und das ist natürlich noch nicht dabei unter der ersten 12. Aber im nächsten Jahr, denke ich mal, könnte er schon durchstarten. Er braucht natürlich mehr Kämpfe. Ja, er braucht auch im nächsten Jahr spätestens einen Kampf gegen einen Top-Boxer, ja, aus vielleicht Top 20 der Weltrangliste, um dann eventuell gegen einen Weltmeister boxen zu können, obwohl ja zurzeit mit Usyk und Fury die namhaften Gürtel alle besetzt sind. Wenn es der Fall sein sollte, in 2-3 Jahren, dass einer der Gürtel frei werden könnte und vakant sein wird, dann könnte er diese Chance vielleicht nutzen, um diesen Gürtel zu boxen zumindest. Ja. Er ist ein vielversprechender Mann, ja. Also ich denke mal, vielleicht der heißeste Eisen im Feuer von bei Universum Box Promotion. Und muss man, also bei Universum in Hamburg. Und wir sind jetzt gespannt, wie er diesen Kampf jetzt absolvieren wird. Wenn er den Kampf vorzeitig gewinnt und souverän gestaltet, dann denke ich schon, dass er auch spätestens im Frühjahr wieder boxen kann, und er braucht langsam aber auch namhafte Gegner.